herzlich willkommen, liebe Tuber. Mein Name ist VivoDVD, aka Bochum-Ersaf hier vom Kanal Synotinium. Und das hier ist Vize-Beast Unleashed. Aber ich bin nicht alleine, sondern ich habe vier komische Leute dabei. So, drei dabei. Verstehst du denn? Du hast drei dabei, Bochum. Ja, IMAX ist nicht da. Ja, IMAX fehlt. Egal. Ja. Und ich andere. Hab hier noch Maypoints. Vom Alten. Den hättest du vorher ausmachen sollen. Ja, ja, jetzt stellt euch vor, mein Gott. Kann ja nicht alles selber. Ja, Purple, red mal. Warte, ja. Ich geh mal hier rum so. Warte so. Im Camera-Mode. Du machst mir Angst, wenn du hinter mir stehst. Ja, ich bin der Purple. Und ja. Und ich habe ein Problem. Hallo, Purple. So, hier, jetzt darfst du reden. Warum kann ich das? Ich hab auch das Redebuch, Mann. Ja, wer mich schon kennt, ich bin hier Dr. Schnauzer alias Let's Play Altogether. Und ja, wer mich kennt, ich habe früher mal mit Bochumir. Du hast die Kamera angehauen. Mit Bochumir Tekken aufgenommen und ja. Und das Wetter ist natürlich. Wir haben das beste Wetter aller Zeiten. Ja, ich bin Creepy alias Cubesurger alias Sonnenclub, wie auch immer. Nennt mich, wie ihr wollt. Und fange jetzt neu wieder mit dem Let's Playen an und ja, bin ich auch dabei. Wieder neu? Du so, hattest schon mal einen Let's Play-Kanal. Ja, das hier nein, ist Vize-Beast, also Vize-Purple sind wir auf dem Server. Aber Vize-Beast, von Purple gesponsert. Dankeschön. Das bin ich. Ja. Und wir haben uns halt mal überlegt, wir gehen auf diese Welt, bauen dieses komische Teil und das war's. Ja, und hier seht ihr auch schon ein paar neue Blöcke von diesen hier. Also ich spiele gerade mit Tracks, deswegen sieht wahrscheinlich alles neu aus, aber diese Blöcke hier sind neu, es sind Lektoren, diese komischen. Mal. Neuer Block. Eisenstufe oder zum Beispiel hier werden uns eine schöne Kathedrale bauen dann, Mauser, weil es gibt Stained Glass. Purple! Was? Grasblock. Was ist da? Ja. Neuer Block! Ach so, was ich allen nochmal zeigen kann, weil die bei mir zuschauen, wenn ihr auch diese Highlight-Tipps haben wollt, dass ihr jetzt hier zum Beispiel, wenn ihr über einen Block fahrt, seht, wie der Block heißt, öffnet ihr euer Inventar, klickt unten auf Optionen, haben euch Cheat-Mode an. Und dann bei Highlight-Tipps ist normalerweise hidden, dann können wir auch schauen. Du, und das hier gibt es auch ganz viele andere tolle Optionen, die ihr alle selber rausfinden dürft, weil das hier ist kein Tutorial. Mir, erzähl doch mal was zu unserem System, wie wir das hier machen. Also, das System funktioniert folgendermaßen: Wir haben hier Payback-Punkte. Nein, also wir haben diesen Server, da gehen wir halt manchmal drauf, in verschiedenen Konstellationen. Nehmen halt zusammen einzeln was weiß ich auf und versuchen euch Vize-Beast zu erklären und jeder macht halt sein Ding, also wir werden uns jetzt nicht begrenzen auf 2x2 Blöcke, die dann jedem gehören, sondern wir werden das richtig schön zentriert machen, wo ist Schnauzer hin? Da! Ich laufe hier im Kreis. Er ist der perfekte Admin. Ja. Und eigentlich waren ja noch mehr Leute eingeplant, wie ihr vielleicht seht. Aber die können entweder nicht oder sind noch gar nicht da. Ja, IMAX. Noch gar nicht geboren, also wir haben das vor jetzt. Notch, Jeb haben leider abgesagt. Ja. Ja, sie müssen ein neues Update rausbringen und Notch braucht seinen Bart wieder. Den hat er verloren. Und ja, ich würde mal sagen, bei diesem beschissensten Wetter zum Let's Play aller Zeiten gehen wir los. Ja. Es ist vollkommen egal, wo man halt hingeht. Man hat freies Bauen. Wir können gegenseitig Streiche spielen und sowas. Vize-Beast addet nicht nur neue Blocks wie Tacket, sondern auch neue Biome. Wir stehen hier zum Beispiel in einem. Ja, genau. Und natürlich neue Blöcke, wobei jetzt hier Not Enough Items noch nicht ganz geupdatet ist, weswegen die Blöcke hier nicht benannt werden. Du hast nicht zugehört. Ich hab's geupdatet. Bei mir steht hier 4 Wood. Ich hab's gestern gesagt. So ist es. Mir egal! Ich war gestern gar nicht da. Wie warst du da? Gar nicht. Aber hier zum Beispiel Frost Forest oder so. Und ja. Das wird durch Biomes Oplenty generiert. Das sind dann, keine Ahnung, 7 Millionen Biome. Ich glaube 87 oder so. Wie war's bei uns? Ja, fast 7 Millionen, siehst du. Ja. Also einen Haufen Biome. Ich nehme hier gleich mal ein paar Bärenbüsche mit, weil die gibt's nicht. Wir laufen jetzt in die Richtung, ja. Ja. Okay. Hat Bochum mir toll entschieden. Was? Sollen wir hinterherlaufen? Gemeinschaftliche Entscheidung. Hä? Soll ich da jetzt hinterherlaufen? Nein, musst du nicht. Wir laufen irgendwo hin. Glück erstmal alle. Wir zeigen das ja nicht zusammen. Also diesmal kann ich nicht sagen, das zeigt der Schnauzer später, sondern wir quatschen halt nur miteinander.
und werden uns gegenseitig verarschen. Auf Teufel komm raus. Ja. Oh yeah. Das ist Purple. Meins. Ja. Au. Da ist Purple. Au. So, ich lauf schon mal weg. Wir können brüderlich teilen, ne, Purple? Wir haben halt uns überlegt, nicht alle zusammenzubauen, denn wo seid ihr? Ist langweilig. Achso. Es ist langweilig, man hat nicht so den Platz und wenn man sich frei entfalten will, ist es natürlich besser. Papa, wo sind die anderen? Besser. Weiß es nicht. Seid ihr weitergelaufen? Ja. Ich bin weitergelaufen. Ja. Ich laufe denn. Ich laufe auch. Ich laufe Richtung Norden gerade. Ja gut. Norden. Ach, ich wollte mir noch den Spawn markieren, stimmt. Oh, guck mal hier, auf Teufel komm rauf, raus ist hier ein Schwein, ein Höllenschwein. Man kriegt ja so Hüte auch. Das ist so ein komischer Mod. Kann man dann die Schweine töten. So. Dann seht ihr da oben Head Unlocked. Dann kann ich jetzt hier V drücken. Kann mir die aufsetzen. Dann und dann. Dadum. Habe ich jetzt hier so. Sieht hässlich aus. So. Ja, das sieht hässlich aus. Das wissen wir. Ich hasse dich. Ja. Wir sind mal wieder so lieb. Wie gesagt, wir wollen uns nur gegen. So, und da sind wir wieder auf dem Server. BB. Ja, BB. So. Also. Was hast du denn hier zu suchen? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich höre einen Zombie. Und jetzt meldet sich an. Es dauert eine Weile, weil es sind wirklich ein Haufen Mods. Und hier bin ich das letzte Mal gecrashed. Ich hoffe, es passiert jetzt nicht nochmal. Ja, ich hoffe es bei mir auch. Also nicht das letzte Mal, sondern gerade eben. Hier sind überall, was ist das? Ivy. Dann gehe ich jetzt auch mal los. Was ist das? Ansonsten sehe ich mal nicht. Ist egal. So, ui, das sieht aber schön aus. Wir sehen ja auch das Buch, was ich hier gerade habe. Da kriegt man so Basic Tipps for Survival. Hey, das Buch, genau. Und natürlich komische Crafting-Rezepte, die ich vielleicht später noch erklären kann. Ja, da wird ein bisschen erklärt, was hier so alles neu ist. Man kann das natürlich auch weiter craften zum nächsten Mal. Hauptsächlich die Bärenbüsche und sowas wird dann halt. So, jetzt bin ich bei Jade Cliffs. Okay. Oh, das war jetzt eine sehr interessante Lektüre. Also die war fast so interessant wie Twilight. Ich glaube, es wird schon dunkel, ist das richtig? Das ich habe eigentlich auf 0 gestellt. Aber mir geht die Sonne hier gerade unter. Ja, dann gehen wir jetzt halt durch die Nacht. Ja, das der reicht zu spät. Wir werden sterben. Weil wir haben es ja auch ein kleines Scoreboard eingeführt, dass wir dann immer sehen, wie oft jemand gestorben ist. Achso, hast du reingemacht. Ah, okay. Ach, dann werde ich verlieren. Das sieht man erst, sobald der erste stirbt. Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das heißt, ich werde verlieren? Ja, das Biom sieht eigentlich schon mal relativ schön aus hier. Könnte man? Ich glaube, also ich bin jetzt gerade nur beim Kohleabbauen. Ja, ich habe noch gar nichts abgebaut. Ich will erstmal so eine Grundausrüstung haben, bevor ich dann in neue Biome reinkomme. So Fackeln oder so, damit ich mal kurz in die Höhle gehen kann. Oh, ich habe gleich die neuen Rubber Trees gefunden. Das ist sehr schön. An sich finde ich ja dieses Biom hier im Spawn direkt so schick, dass ich hier mein Haus irgendwie hinbauen würde. Das ist jetzt das Spawn-Biom. Ich bin jetzt auch wieder mal da. Bibi! Ja, und da ist der Cube-Striker, Schrägstrich Sonnenclub, Schrägstrich Creepy. Schrägstrich Gengar. Ah, die ist ein voll schlaues Huhn. Schrägstrich, Schrägstrich. So. Hier, das ist so ein wilde Bambusart, glaube ich. Also, ich laufe hier gerade durch so ein. Da ist normales Zuckerrohr. Da ist ein Skelett auch. Zombie. Schwein! Ja, es gibt ja auch Angry Zombies, das sind Zombies, alle, die es gerade bei mir sehen. Links oben, wenn ich hier auf so ein Monster fixiere oder auf einen anderen Spieler, dann wird einem hier gleich das Leben von ihm angezeigt. Ist ganz praktisch, vor allem bei Endbossen von im Twilight. Und ja. Wir wissen noch gar nicht, was das Twilight ist. Ja, ihr kennt doch die Geschichte da mit Bella und nichts zu tun. Oh, ich habe einen riesen Vulkan gefunden. Ich dachte, den gibt's hier gar nicht mehr. Wollt ihr ein bisschen Rüstung haben? Nein. Ich habe ganz viel Stahl gefunden. Ich habe Blackberries. Also diese Handys kennt ihr ja. Ich hole mir jetzt mal dieses neue Rubberboot schon mal. Das sind nämlich Rubberbäume, die sind nicht mehr wie die normalen, dass du praktisch mit dem komischen Teil dann reichlich machen musst an diese komischen Waben und dann vielleicht etwas Rubber kriegst. Die fällst du einfach und bekommst dann aus dem Holz direkt zum Setzling mit pro Holz ein Setzling, sag ich schon. Da ist ein Creeper in dem Slime. Der ist es gar kein. Jetzt weiß ich, was wir noch machen wollen. Ein Schwert. Ganz vergessen. Funktioniert es bei euch auch nicht, dass ihr jetzt die Biome, also F3 drücken könnt, wenn ihr Fullscreen habt? Doch, funktioniert. Bei mir nicht. Hast du F3 noch mit was anderem belegt? Nö. Dann ist deine Minecraft-Version ziemlich anders als die, die ich habe. Ja. Warum hast du die andere Minecraft-Version geholt? Hm? Ja, private Minecraft-Version. So, jetzt versuche ich mal hier so ein Set. Ich da mal Holz fahren sollen. Oh. Ich glaube jetzt hier Smartphone. Ich laufe gerade schon durch die Hölle. So, also hier haben wir schon einen gefürchteten Angry Zombie. Die haben ein bisschen mehr Leben als die normalen und rennen.
Schneller. Oh oh. Viel schneller. Oh oh. Ja. Oh. Und ich habe schon die ersten Lecks. Ist auch sehr schön. So, also ich habe zwei Sätze, ne? Ich glaube, das reicht das. Nehmen wir mal so ein bisschen Asche mit. Kann ich nachher mal Kohle draus machen. Und mir sind hier eindeutig zu viele Mobs. So. Ach komm, wozu rennen? Ja. Ganz Zeit. Was ist das? Oh Gott! Was habe ich da gerade. Ich habe Blindness, fuck. Was hat mich da gerade angegriffen? Eine Dschungelspider? Das geht hier rein. Oh, was ist das? Lila See heißt nichts Gutes, ne? Ja, Lila halt rein, ist. Ja, wird der See schon dann sagen. Ja, da kriegt man Hunger und so, wenn man reinspringt. Cool. So, Kohle nehme ich auch gleich mal mit hier. Da ist ein Rubberwood und da ist ein Angry Zombie, der auch gleich aussieht wie ein Gamer, der drei Tage lang keinen Energy Drink bekommen hat. So, ich mach den jetzt mit dem Setzling fertig, weil das ist ihre geheime Schwachstelle. Setzlinge. Ja. Also mir geht schon mal richtig scheiße. Ich brauche zweieinhalb Herzen. Und keinen Hunger mehr. Ah, vielleicht werde ich doch nicht gleich in Führung gehen. So, ich muss jetzt komm, ich gerade noch so ein Häuschen retten im Dorf. Oder kann ich hier vielleicht... Oh, jetzt regnet es bei mir. Schon ja. Wetter. Es hat doch eben schon geregnet. Gewitter! Aus. Gewittersturm. Klasse. Ah, ja. Das ist ja. So ein tolles Display. Es wird eigentlich die Brightness hochgestellt. Super, da ist war Sprache. Einstellung. Ja, so, diese blauen Slimes, die kommen überall vor. Wirklich überall. Die kommen auch in der Nacht und wollen dich fressen und du kannst dafür ihren Schleim fressen, wenn du willst. Aber nur wenn du willst. Nur wenn du willst, du musst nicht. So, ich kletter jetzt einfach ich mal. Ich bin der Erste! Bin doch in Führung gegangen. Hast aber schön benannt mit Fails, also. So, aber man sieht hier oh schon, fuck. Okay, ich hab so ein Mistteil. Man spawnt mit seinem Hunger, den man zuletzt gehabt hat, wieder. Dann auch noch mit einem Timer und mit einem Skelett, das natürlich einen super tollen Hut auf hat. Aber natürlich gerade so. Jetzt rennen wir erstmal weg, weil ich hab nämlich gerade hier so ein Wisp. Oh, das ist sehr gut. Ich hab so ein Wisp Circle gefunden. Und da drinnen war ein Schwert des Zephyr. Oh, das Gott. Ist sehr genial. Gleich am Anfang. Gleich am Anfang. Mieser Wichser. So, also das ist ein Schwert, da kann man hier so, wenn man da Rechtsklick macht, dann tut man praktisch so einen Wirbel um sich rum erstellen und dieser Wirbel bläst zum Beispiel die Feinde weg. I'm going to blow your mind, nach dem Motto. Zweiter. So, und ich bin jetzt auf einer sagenhaften Flucht mit Schrittgeschwindigkeit. Ich renne hier auch gerade mit Mobsgeschwindigkeit vor ein paar Mobs. Ich muss jetzt auch mal aufpassen, denn ich habe noch 2,5 Herzen. Gleichstand mit Purple. Ich glaube, ich gehe gleich in Führung. Ich sollte mal mein neues Schwert benutzen und nicht mit dem alten hier rumgammeln. So. Ah, ich habe hier eine Savanne, glaube ich, gefunden. Das. Ja, can you feel the love tonight? Oh, Cherrywood. Nein, nicht du. Sowas hat man doch nicht. Doch auch. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht runtergeschossen von irgendeinem Skelett, das wäre jetzt der Wahnsinn. Ah, da fahren wir da hin. Das sieht auch schön aus, hier diese Cliffs und dann da unten. Boah, hier das ich bin so ziemlich am Arsch. Ich glaube, ich gehe aber noch ein Stück. Nicht, dass die anderen mich gleich finden. Bleib weg, dir verdammt Pups! Ich werde jetzt einfach im Kreis schwimmen. Die ganze Nacht. Viel Spaß. Ich glaube, ich bleib wirklich ich glaub, in ich hab gleich Fuß. Meinen ersten Hut hier erkennen. Ja, ich habe auch einen Hut. Ja. Ich habe hier die Hörner des Bösen auf. Ich hab Mr. Bubbles. Komm, also die Hüte bringen nichts, das sind rein mit Dekorativen. Mr. Bubbles. Und zum Angeben natürlich, sind sie auch gut. Mhm. Guck mal, was ich für einen Hut habe, sowas Tolles hast du nicht. Also ich bin jetzt eher damit beschäftigt, nicht in komisches lila Wasser zu fahren. Oh, geil. Eine Schlucht. Nee, zu viele also es geht mir hier ein bisschen zu steil runter. Ich würde ja gerne hier bleiben, aber ich weiß nicht. So, ich guck hier mal ist mein letzter davon. Todespunkt. Vielleicht kriege ich ja noch mal einen neuen. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Ich fürchte schon fast, dass hier die ganzen. Oh, zwei Skelette. Nee, da hab ich keinen Bock. Renn! Ich bin. Der Survival ist Master auf da ist ein pinker Baum. Da ist ein pinker Baum. Ich bin der Master auf da ist ein pinker Baum. Nur nicht ablenken lassen, Boromir, ne? Ich bin niemals abgelenkt. Oh. So, ich hab ein paar Champignons gefunden. Habe, in Wales.
Ich nehme ja immer so ein paar Champignons mit. Oh, ich bin im Grassland. Oh, Blackberrybusch. Ich nehme mal hier die ganzen Beerenbüsche mit, weil das ist eine schöne Nahrungsquelle für den Anfang. Die wachsen relativ schnell. Viel besser aus. Ich glaube vielleicht, dass die Zombies mich als Nahrungsquelle Scheiße. Benutzen werden. Ja, ich bin voll, merke ich gerade. Oh. Schon wieder? Und ich habe einen Chunkladefehler. Hm. Und ich bin immer noch gleich auf mit Purple. Hey, nein. Ich habe eine volle Stahlrüstung. Weiß nicht, wie es euch geht. Da bist du gestorben? Nein, ich glaube, ich grab mich hier mal lieber runter. Aber ich habe mir jetzt aus dem Restlichen noch was gecraftet, was ich vielleicht nicht früher machen soll. Und ich werde dieses Schweinefleisch nicht essen, weil ich es erst braten möchte. So, Creeper, was machen wir hier? So, wo bin ich denn jetzt in der Region? Das ist ein Heathland. Was ist ein Heathland? Ein heißes Land? Das ist da. Was ist das? Jacaranda Leaves. Kann ich da irgendwas Tolles rauskriegen? So. Ihr seht auch oben der Timer, der hat jetzt gerade stehen geblieben, weil das mein Todespunkt nicht geladen ist. Ich gehe jetzt mal kurz hin. Schauen, vielleicht bleiben wir sogar hier, da ist ein NPC da. Können wir da hinten hingehen, vielleicht in den Wald. Die anderen Wegpunkte könnt ihr ignorieren, die sind noch vom alten Server. Ich habe ja auch auf einem anderen Server, der auf diesem Server Größenwürde gespielt. Ja, wir haben vorher mal ein bisschen so gespielt, bevor wir uns überlegt hatten. Ja. Die besten Ideen kommen einem immer noch, wenn man gerade auf Gas ist. Ja. Klasse. Serious. Forum hier ist auf Platz 1. Glückwunsch! Oh, ein Angry Zombie mit voller Lederrüstung, wenn ich das richtig sehe. So, und damit endet auch meine erste Folge mit zwei Toden, geht Forum hier eine sehr viel in Führung. So, deine erste Folge ist schon rum, das heißt bei mir eigentlich ja auch, ne? Na, ich habe noch eine Minute, weil ich ja zwischendurch mal weg war. Hallo Villager. Ich will mal dein Zeug von hier oben haben. Alter, also ich hab doch ganz so viel Platz. Und das hier ist wieder Feed the Beast. Ja, ich muss jetzt meine Sachen zurückbekommen und am besten in diesen 4 Minuten. So, die Knowledge Fragment nehme ich mir mit. Hab ich auch noch ein Mentor. Oh, hast du wieder gefunden? Ja, nee, der Wahnsinn. Alter, was der für ein Glück hat, ich renne hier in eine Horde von Zombies mit komischen Mythen. Mit komischen Mythen. Wisp Circle. Alimentum. Da ist ein Holz von mir. Ich krieg hier Slimes und Creepern drauf. Ach ja, warum denn? Du bist schon. Ich hab auch zwei Stahlschwerter gefunden. Ja, gib mir eins. Ich pack mal jetzt mein Holzschwert hier in die Kiste und nimm mal. Das Wetter irgendwann mal umschlägt. Das Alumentum brauche ich eigentlich nicht. Ich hatte vorhin schon mal gehustet, aber dann machen wir mal hier einen Wegpunkt. NPC-Dorf. Sieht zwar ein bisschen kacke aus, aber. Die Zombies und sowas droppen hier auch Schädel, Minionscherben und so weiter. Das ist alles neu. Und ehe ich das jetzt erklärt habe, räume ich erstmal das Dorf hier leer. Ehe er es erklärt hat, ist er alt. Ja. Ja, und ich baue hier gerade an meinen Zuschauer, ich baue hier gerade so komische Shards ab. Kaktus Pickaxe Anfang ziemlich. Mann, ihr könnt alles schon anfangen, aber ich muss wieder meine Sachen machen. Sobald man dann irgendwann hier mit Farmcraft anfängt, das ist so ein Zaubermod. Wie auch so, immer. Das hier ist ein Bienenstock. Dann sind sie sehr wichtig. Praktisch, ja. Um unsere Stackweise. Ich habe hier noch ein Bucket of Forge. Oh Gott, was habe ich hier alles? Das brauche ich gar nicht. Was ist das? Behutsamkeit 1 auf dem Buch. Oh, ich habe hier wirklich Glück gehabt. Ich hasse ihn. Ach, das sind. Wenn ich das richtig sehe, sind das zwei Dörfer. Aber ich töte noch schnell die Spinne und danach sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein und bis dahin sage ich Tschüssi.